Österreichs Einsatzkräfte rüsten sich für dieses Wochenende. Starkregen, Schneefälle, Straßensperren, Unterbrechungen von Zugstrecken, alles möglich. Mit solchen Ereignissen müssen wir rechnen. Ja, und all das wird uns auf die Probe stellen. Unsere Gemeinden, unsere Infrastruktur, unsere Geduld, unsere Kraft. Ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Zeit zeigen werden, was es bedeutet, füreinander da zu sein. Ich danke all jenen, die in dieser herausfordernden Situation für uns alle im Einsatz sind. Unsere Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Polizistinnen und Polizisten, das Bundesheer, freiwillige Helferinnen und Helfer, Sanitäterinnen und Sanitäter. Sie alle sind professionell vorbereitet, haben miteinander trainiert und geplant und sind bereit, in den kommenden Stunden und Tagen alles für die Sicherheit ihrer Mitmenschen zu geben. Ihnen gebührt unser tiefster Respekt und unser aufrichtigster Dank. Ihre Arbeit ist nicht selbstverständlich. Sie ist mutig, sie ist selbstlos und sie ist ein Beispiel dafür, was es bedeutet, Verantwortung für andere zu übernehmen. Dieser Einsatz ist ein wichtiger Teil des Ganzen. Aber in Zeiten wie diesen sind wir alle gefragt, indem wir einmal mehr aufeinander schauen. Vielleicht braucht die Nachbarsfamilie Unterstützung bei der Sicherung ihres Kellers oder die Nachbarin, die nicht mehr so mobil ist, freut sich, wenn man einen Einkauf für sie erledigt. Jede Geste der Hilfe, des Mitgefühls und der Solidarität macht einen Unterschied. Ich bitte Sie alle, schauen wir aufeinander. Bleiben wir informiert, was los ist, halten wir zusammen. Ich danke Ihnen.